Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja, schaut euch mal das Bild an und schaut euch mal das zweite Bild an. Ich kann auf alle Fälle einen Zusammenhang finden, denn beide Bilder sind in Crazy Groove aufgenommen worden. Nur halt mit dem Unterschied, dass das erste Bild in Season 9 aufgenommen worden ist und dieses Bild hier zwischen Season 1 und maximal Season 3. Es kann auch sein, dass das schon in Season 2 war, denn das kann man daran erkennen, dass die Hintergrundlandschaft irgendwann mal, glaube Season 2 oder 3 geupdatet worden ist. Da gab es damals noch nicht so einen hohen Berg wie heute. Ich blende euch mal einen Ausschnitt ein, wie das heutzutage aussieht. So Leute, jetzt zum Schluss noch eine ganz kurze Info. Es kann jedoch auch sein, dass dieses Bild auf einem Privatserver, da die Season 10 Map schon aufgespielt hat, gemacht worden ist. Ich weiß es nicht 100%. Wenn es so wäre, dann bekommen wir definitiv Crazy Groove zurück, was extrem geil wäre. Aber ich denke, dieses Bild liegt eigentlich schon, dass wir in Season 10 Crazy Groove zurück bekommen. Denn dieser Farbenbomber mit der Regenbogenwurzhacke steht auf einem Spielplatz, der in Crazy Groove ist. Ja, Crazy Groove ist ja auch noch da, es ist halt nur eingefroren. Und ich denke, im Sommer dann passt es auch gut, dass diese Eislandschaft wegtaut und wir diese Landschaft wieder zurückbekommen, auf der ja auch Crazy Groove war. So Leute, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle mal einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr Lust habt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.